Wie essen Sie Ihre Banane normalerweise? Blöde Frage? Nein, denn ab sofort isst man Banane so, als kunterbunte Nice Cream, also ohne sündige Kalorien. Was es damit auf sich hat, wir zeigen es Ihnen. Galileo-Reporter Haro Fühlgrabe hat heute Bananen im Gepäck. Also ich sollte richtig reife Bananen besorgen. Bananen, die man eigentlich so gar nicht mehr so gerne isst. Warum? Keine Ahnung. Ah, da ist er schon. Ey, Tobi, grüß dich. Hallo, servus, hi. Ah, wartest du schon lange? Ja, du. Also, das ist mein Job zu warten. Hi. Du sag mal, ist das richtig so? Ich habe wie gewünscht diese überreifen richtig. Bananen. Na, warum die überreif? Hast du perfekt gesagt. Warum überreif? Wir machen Nice Cream. Klingt nach Eiscreme. Ist es auch. Allerdings nicht nur bunt und lecker, sondern auch richtig gesund. Statt Zucker und Sahne kommt in die Nice Cream Banane. Je reifer, desto mehr Fruchtzucker ist drin. Und die Nice Cream wird schön aromatisch und cremig. Warum also statt Müsli nicht mal süßes und gesundes Eis zum Frühstück? Das heißt, wir machen jetzt im Prinzip... Wir schälen Bananen, die ganze Kiste. Okay. Und schneiden die so nicht... So. Pass auf, was hältst du von Arbeitsteilung? Ja, du schälst, ich schneide, oder? Ah, Mist. Das willst du mir damit sagen. Ja, ja, genau, oder? Fandst du das jetzt eher doof? Bananen sind vor allem im Winter gut fürs Immunsystem. Denn sie enthalten viele Mineralstoffe. Und die Vitamine C, B und K. Außerdem steckt in Bananen die Aminosäure Tryptophan. Davon kriegen wir gute Laune und fühlen uns entspannter. 100 Gramm Bananen enthalten übrigens um die 90 Kilokalorien. Eiscreme heißt immer kalt, also wir brauchen jetzt erstmal wirklich kalte Bananen. Also die müssen jetzt durchfrieren und dafür packen wir sie jetzt so in ganz normale Gefrierbeutel. Also für alle, die fragen, ich habe mir tatsächlich die Hände gewaschen. Ja? Also ab mit den Bananen in den Gefrierbeutel und ins Tiefkühlfach. Ja, aber was machen wir denn jetzt? 4 bis 5 Stunden? Ich habe natürlich was vorbereitet, ist doch klar. Also können wir das auch weitermachen? Ja, logisch. Reicht jetzt erstmal? Das reicht jetzt erstmal, ja. Oh ja, hier. Kipp mal rein hier. Warte, kurzer Hörtest. Gefrorene Banane. Alles da rein? Alles rein. Damit die Nice Cream noch cremiger wird, gibt Tobi einen Schuss Mandelmilch dazu. Und nein, das hier ist kein Zucker, sondern Salz. Ja. Weißt du warum? Was willst du denn mit Salz? Eine kleine Prise Salz. Salz hat den Vorteil, zum einen ist es ein natürlicher Geschmacksverstärker. Und wenn du Salz zu süßen Sachen dazu gibst, wird der süße Anteil noch süßer. Übrigens, wer mag, kann statt Mandelmilch auch Kokos-, Reis- oder Sojamilch nehmen. Ganz nach Geschmack. Ich sehe das jetzt ja gerade. Ich meine, du hast natürlich einen top-professionellen Mixer. Ja. Wenn man diese Art von Eis macht, braucht man unbedingt so ein Top-Gerät? Nee. Oder? Nee, definitiv nicht. Also es geht sogar mit dem Stabmixer in einem hohen Gefäß. Es geht mit jedem Mixer. Also okay. Das, was wir jetzt hier haben, ist aber natürlich Mixer Luxus. Braucht man schon. Mixer geht, also irgendeinen Mixer brauchst du, weil mit der Hand oder mit einer Presse funktioniert es nicht. Okay. Nach einer knappen Minute Rühren ist die Nice Cream fertig. Nee, wie geil! Perfektes Bananeneis. Das sieht ja geil aus. Und hat nur um die 100 Kilokalorien pro 100 Gramm. Gut. Und damit nur ein paar mehr Kalorien als Banane pur. Was sagt das Team? Mir schmeckt sehr. Ich finde das total lecker. Schmeckt gut, sehr gut. Siehst du, haben wir doch alle. Bitte. Die Basis kann man nach Belieben mit Toppings bestreuen. Zum Beispiel mit gehackten Mandeln und Himbeeren. Und fertig ist Banane mal ganz anders als gesundes, süßes Frühstück. Das geht auch bunt. Mit der fruchtigen Multivitamin-Variante. Dazu braucht man neben den Bananen Erdbeeren, Himbeeren und Achtung, rote Beete. Rote Beete, das schmeckt doch so sandig, so erdig. Ah, nee, wenn du die Säure, die Fruchtsäure von diesen Beeren dazu hast, kommt die rote Beete wieder super daher. Ach so, das heißt, das ist der intensivste Farbträger? Das ist der intensivste Farbträger. Und durch das andere kriegst du eigentlich eher so das Fruchtige. Den Geschmack, ja, ja. Was soll ich tun? Wie kann ich dir helfen? Ach. Mach du dir die Finger rot und schneid rote Beete. Deswegen kennst du auch so, ja? Super. Rote Beete ist ein farblicher Hingucker und ein echter Alleskönner. Die Powerwurzel enthält besonders viel Betain. Das stärkt das Immunsystem und schützt vor Entzündungen.
Auch die rote Nice Cream ist ruckzuck fertig. Beeren, rote Beete, gefrorene Banane und ein Schuss Kokosmilch in den Mixer. Und perfekt. Ja, das ist so. Farbe ist mal Bombe, oder? Das ist echt genial. Machen wir einen Test. Also das Erdige ist weg, oder? Ja, komplett. Das ist weg. Schmeckt gut. Wenn das mal kein Hingucker ist. Die rote Nice Cream steckt nicht nur voller Vitamine, sie hat auch nur knapp 150 Kilokalorien auf 100 Gramm. So, farblos haben wir, rot haben wir, wir können auch grün. Oh, okay. Ja. Jetzt gibt's was für Morgenmuffel, das Wachmacher-Frühstück. Und zwar mit Matcha. Das ist ein Pulver aus gemahlenen Grünteeblättern. Stammt eigentlich aus Japan, gibt's mittlerweile aber auch bei uns. Matcha enthält Thein. Das kickt, genau wie Koffein im Kaffee. Aber so geht's gar nicht. Nee. Boah, ist das bitter. Sehr bitter. Reicht die Banane dann aus, um das Süße zu erzeugen, was du ja bei so einer Art von... Das kommt jetzt tatsächlich darauf an, wie reif die Banane ist. Also für die Matcha Nice Cream richtig reife Bananen nehmen. Tobis Tipp? Minze dazu. Das gibt der süß-bitteren Kombination von Banane und Matcha einen frischen Kick. Also, da hat mich gerade ein Geruch angelacht. Ich finde Minze ja so lecker und erfrischend. So. Konsistenz passt, ne? Das bin ich ja mal echt gespannt. Tu noch ein bisschen Matcha hier rein. 100 Gramm Matcha-Pulver gibt's im Supermarkt für rund 10 Euro. Jetzt, so sollte es fertig sein. Wie schmeckt's dem Team? Nimmst du wieder so einen ganzen Löffel, oder wie? Sehr lecker. Das finde ich mit am besten. Ich finde es auch, das Minzige gefällt mir sehr. Haro und das Team finden, die Nice Creams sehen cool aus und schmecken richtig lecker. Jetzt wollen wir wissen, was sagen die Leute auf der Straße zu unseren bunten Frühstücksbananen? Und vor allem, schmecken sie überhaupt, dass Banane drin ist? Ich glaube, da ist Apfel drin. Irgendwas in die Richtung. Fruchtig und kommt mir von irgendwas bekannt vor. Ich weiß gerade nicht, was. Süß. Aber was genau das jetzt ist, keine Ahnung. Mhm. Bananen. Richtig. Also mir hat es geschmeckt. Das ja. War gut, ja. Banane mal anders. Als Nice Cream. Kann man übrigens mit jedem Obst kombinieren und schmeckt nicht nur zum Frühstück. Einfach, schnell und super lecker. Und noch dazu viel gesünder als normale Eiscreme.